Ja, da will man kommen. Hallo. Wieso lustlos hier? Ja gut, Honky Tonk ist auch schon wieder in der Scheißposition, muss man ehrlich sagen. Frankreich um ihn rum, Österreich, starkes Neapel. Gibt's Besseres, ne? Osmanen sind auch schon ganz nah. Ja. Er hat ja ein Bündnis mit Österreich und macht das schon. Ja. Die werden es rausreißen, genau die. Polen. Ach so, die mögen mich ja nicht mehr, die Wichser. Die Wichser da. Weil ich ihnen eine Provinz hier oben Danzig mir geholt habe. Die Spasten. Das ist denn hier? Können ja aber auf K gehen, ich brauche nicht. Kannst du machen. Passiert ja oh. Willst du was anderes weiter spielen? Alles scheiße. Mal kurz Pause. Honky Tonk. Was? Ich weiß nicht. Du bist ja mit Österreich verbündet, ne? Ja. Ich ja eigentlich auch, aber wenn ich Brandenburg angreife, macht der Österreich mit. Warum? Es würde aber auch Frankreich mitmachen. Also da könnte man eigentlich... Warum macht Brandenburg? Hä? Hey? Sind doch gar nicht verbündet, du bist doch Teil des Reichs, oder? Ja, aber... Österreich würde mitmachen. Was? Das gibt ja gar keinen Sinn. Keine Ahnung, wird doch bei mir mit grünen Hähnchen angezeigt, wenn ich kaputt. Wenn ich Brandenburg angreife. Es würde aber auch Frankreich und so würden auch mitmachen. Ich verstehe. Oder dann, let's go. Verstehe sie. Könnte ich dir Provinzen von Österreich geben? Ja, nee. Warum? Bin ich nicht dabei? Ja, genau, damit Frankreich mich fickt oder was? Frankreich ist als Verbündeter dabei. Sag das doch. Ja, dann hab ich doch gesagt auf unserer Seite Frankreich. Hast du gesagt, Frankreich ist dabei? Ja, ich muss das drin behalten. Frankreich ist dabei als Gegner. Das ist doch auch scheiße, aber dann kann ich nicht auf Österreichisch, auf Italienisch wechseln. Ach so, weil du zu viel in deutsche Kulturen positionierst, ja, ne? Ja, ich kann jetzt schon nicht wechseln, weil ich müsste das irgendwas da unten erobern. Warte mal, ist Ferrara noch im Reich? Nee, ne? Savoyen? Ist noch im Reich, ne? Ja. Ja, aber ist auch nicht lombardisch. Ich brauche lombardisch. Ich müsste Venedig angreifen. Wie wäre es denn nie? Na, die gut viel Verbündete haben die ja nicht, wa? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, willst du, hab ich gefragt. Ja gut, Aragorn. Junge, die haben dreimal so viel, fast viermal so viele Truppen wie ich. Die haben mehr als viermal so viele Truppen, was erzähl ich dir da? 5 Millionen mal mehr.
Die haben mehr Truppen als Einwohner. Ja, ich krieg da unten nichts angegriffen, kannst du vergessen. Und wird denn Russland? Hä? Ach, fick dich. Rexland. Bei, kannst du mir Pfalz als Vasall übertragen? Hm. Wie sieht's überhaupt aus mit aggressiver Expansion? Hab ich nicht. Ich glaube, da müsstest du den Krieg starten, oder? Wieso? Das nicht? Keine Ahnung. Ja, wenn ich noch mehr Provinzen davon haben, dann kann ich gar nichts mehr gründen und nirgendwo mehr hinkommen. Ach, eine Scheißrunde. Also Schluss machen für euch. Soll einfach mal gut sein. Du kannst dich ja vergrößern und dann greifst du irgendwann Frankreich an und dann kommst du Frankreich. Eben. Kann ich nicht, weil ich erst die Kultur wechseln muss. Und ich brauche eine einzelne und nicht alle zusammengerechnet werden. Warum eigentlich nicht? Weiß ich auch nicht. Also du meinst die, dass Italienisch nur Italienisch ist und nicht hier noch Lombardisch und bla bla bla. Ja. Zusammen hätte ich es. Ja, es ist wirklich ein bisschen unlogisch. Ich sogar überproduziert. Da soll ich nur 37 gegenüber 49. Ich brauche die vollen 15. Natürlich, aber warum überhaupt? Ach. Das heißt, ich müsste meine Provinzen hier unten noch ausbauen und dann vielleicht noch eine Provinz könnte ich noch von Italien. Ich könnte natürlich Provinzen abgeben, aber das ist auch für den Arsch. Das ist alles scheiße. Dieses Spiel ist scheiße. Warum spielen wir diesen Dreck? Ich könnte Böhmen Krieg erklären, würden alle mitmachen. Machen wir einfach Kohlberg an. Oder einen deutschen Orden. Ja, da habe ich alleine noch Waffenstillstand. Was ist denn mit Münster? Da gibt's Münzen. Nein. Oh, würde sogar Frankreich mitmachen. Und Österreich als Gegner. Wieso ist denn immer Österreich dabei? Was ist denn Österreichs Scheißproblem? Warum existiert dieses Drecksland überhaupt? Nächstes Mal spiele ich Österreich. Niederlande noch im Reich? Nee. Nee. Oh, da würde Frankreich und alle mitmachen. Österreich ja auch. Aber als Verbündeter diesmal, nicht als Gegner, weil es ja nicht im Reich ist. Das Fördern ist ja absurd. Diese Kulturkonvertierung dauert ja auch ewig und 3 Tage. Boah, da muss man echt Geduld haben. Keine Ahnung warum. Ich verstehe es auch nicht. So, möchte kein Bündnis mit mir. Fick dich, Britannien. Was ist das denn hier? Reichshausfrau interessiert mich nicht. Moment. Was wollen die denn? Schicksal der Bauernschaft? Ja, lass sie frei. Haben wir ein paar Bauernkriege. Ja, ihr kriegt kein Geld von mir, Penner. Nee, zerschlagen muss ich hier. Alle umbringen, wie damals Stalin in der Sowjetunion. Oh, wir haben ja gar nichts mehr zu essen. Sollen sie selbst essen? Wir töten alle Bauern. Boah, dann machen wir mal Krieg gegen die Niederlande. Ich will auch noch mehr Fenster auf einmal spielen. Will ich den behalten? Das Spiel erfüllt den Wunsch. Sobald du ein Fenster schließt, eröffnen sich 3. Ich habe letztens von einem tollen Bug in dem Spiel gesehen, dass es ein Fenster gibt, das man nicht schließen kann. Dann muss man dann 4 Monate oder so warten, bis es sich von alleine schließt. Und der Bug ist wohl im Spiel seit Release. Nur so gute Qualität, oder? Ja. Ich sehe da kein Problem.
Oh, das müssen noch Währungen werden. Ach. Was ist das denn hier? Ach so, Kanon. Deine Währung ist sowieso nichts wert. Deine? Ja, gut. Nee, ist seine. Ich wurde erwählt, egal. Und so fick habe ich minus 56 Prestige. Was ist denn hier kaputt? Wo ist der deutsche Orden mit Russland verbündet, ey? Ich weiß überhaupt nicht, das eine Ding da pro. Warum habe ich eigentlich nur eine konvertiert und nicht mehrere? So, weil es absolut teuer war, ne? Das ist ein Schnäpperchen. Oh, Toskana würde auch mitmachen im Krieg, juhu. Oh, hat jemand noch eine? Das war alles scheiße. Oh, morgen endlich mal Gothic 2 weiterspielen. Ich hasse es auch. Ach, du hast doch Gothic? Ja. Ist das so ein gutes Spiel, was hast du? Mods zu spielen war keine Idee. Und am Montag dann wahrscheinlich endlich mal Halo weiter. Oh, ist da wieder nicht zu viel. Das werden wir sehen. Du mich ja auch. Ob das passiert. Du noch beschweren wollen hier, weißt du? So typisch. Bleicht mich ständig. Oh, Beziehung mit England. Weil ich in letzter Zeit nicht so viel gestreamt habe und so weiter. Wenn ich über die Sinnlosigkeit des Lebens nachdachte. Oder so, keine Ahnung. Ja. Da kann man mal drüber nachdenken, aber letztendlich bringt das nichts. Worüber was? Was du gerade gesagt hast. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Was hab ich denn gesagt? Egal. Ich höre mir doch nicht zu. Solltest du doch wissen, dass ich mir nicht zuhöre. Du hörst mir nie zu, wenn ich dir sage, dass ich nicht zuhöre. Schlimm. Was hast du gesagt? Hä? Gut, kein Halo am Montag. Damit der Herr glücklich ist, gibt's kein Halo. Ja, besser. Dass er mich immer aufmuntert, indem er mir 10.000 Euro schenkt, weißt du? Ja. Ihr seid geizig, was jetzt da machen. Man kann jetzt bald mal irgendwas, kann ich überhaupt irgendwas, ich kann gar nichts machen. Ist alles behindert. Ich spiele immer noch den Minesweeper, komm. Den Minesweeper Simulator? Das ist auch nicht so viel anders als das hier. Warum bist du jetzt Frankreich Verteidiger des katholischen Glaubens? Ich glaube, ich voll vom Glauben ab hier. Wortwörtlich. Oh, Dortmund, Venedig. Oh, das wäre schon interessant. Peter, was soll ich denn am Montag spielen? Halo ist unerwünscht. Oh. Holocauster Tycoon. Ich habe so das Gefühl, das Spiel wird es wahrscheinlich wirklich geben. Ja, gibt's auch. Ist eine Mod. Ich bin mir nicht sicher, warum du das weißt, aber okay. Erstmal ein Video gesehen habe über die schlimmsten verbotenen Spiele, da gibt's noch einige. Ich hoffe, KZ-Mensch war auch dabei. Ja, genau. Und Hatred, dieses Amoklaufspiel oder wie das heißt. Ja, das ist scheiße, das habe ich gehört. Ja, ist einfach nur hirnloses Rumballern auf unschuldige Menschen.
Ja, es ist so Summer Sale, ne? Let's go. Was? Ist doch Summer Sale, kannst du kaufen. Glaube ich. Bestimmt im Angebot drin. Ich hab kein Geld. Ich wüsste nicht, warum man solche Spiele kaufen sollte. Ja, ist der Fino, der kauft nur so einen Scheiß. Kannst du schön im Stream spielen. Aha. Ich soll das Stream einfach einstellen. Ich lerne nur so Leute wie Delfino durch kennen, das ist doch auch nichts. Das erledigt sich dann automatisch, das Stream einstellen. Ich weiß nicht, am Ende passiert gar nichts wahrscheinlich. Weil es keiner guckt, es muss ja irgendwer melden. Das mache ich dann. Ich bann dich einfach. Okay. Vielleicht habe ich die auch schon gebannt. Nehme ich den Kolonialentwicklung, habe ich nur zu sitzen. Kostenlose Richtlinienadministration. Wird schon eine mehr, weil. Nehmen wir mal, was nehmen wir denn? Was nehme ich denn? Unruhmius 1 natürlich immer gut, ne? Wir haben Unruhmius 1. Ja, haben wir minus 10,74 Unruhe. Hauptsächlich, weil der Adelstand stinkt. Ich sehe hier auch noch meine Ansprüche, was soll das? Ist die Scheiße endlich fertig? Also 52 und ich kann auch immer noch nichts machen. Wir können Konstanz den Krieg erklären. Warum hat Venedig überhaupt so viele Truppen? Was soll das? Alter, warum haben die 17.000 Artillerie? Keine Ahnung. Die KI hat immer so viel. Das war immer eine Frage, wie die das finanziert, aber naja. Irgendwoher wird das Geld schon kommen. Gedruckt. Ich wäre auch gern die KI. Was in der Realität jetzt, ne? Vor allem Druckerpresse in Bayreuth, weißt du, dieses kleine dumme Kackkaff. Da kennt sich Honky Tonk aus. Mit Bayreuth. Bei was? Ich hab nicht zugehört. Sag, mit Bayreuth kennst du dich aus. Wieso Bayreuth, hey? Was? Das ist doch gleich Nachbargemeinschaft da irgendwo, ne? Bei dir. Gewesen. Ja. Weiß ich nichts von. Kenn ich gar nicht. Nee, ist Nachbar von Böhmen. Verwechselst du irgendwas? Ja, so. So, Armee vergrößert. Immer noch zu wenig Truppen. So, Penis. Söldner ist auch kacke. Ach, 90,3 Junge. Das ist alles Scheiße.
Barmanes ist eine Großmacht, was? Ich habe gehört, Delfino wird das nächste Mal das Timuridenreich spielen. Soll sehr einfach sein, habe ich gehört. Ja. Da hast du 5 Vasallen direkt am Start. Und ganz viele Ansprüche. Du kannst Persien gründen. Ja. Oder Hindustan. Oder das Mogulreich. Okay. Dann mache ich das mal. Das ist ganz einfach. Das ist völlig richtig.